So, ich stehe jetzt hier mit Schux von Free Us Up. Erstmal danke, dass du hier bist. Danke, dass du mit uns sprichst. Als erstes, wie war euer sportliches Wochenende bisher? Also unser sportliches Wochenende war, wir hatten nicht mit viel gerechnet. Wir hatten doch schon mit ein paar Siegen gerechnet, weil ich war im Pickup bei denen. Deren Vierter ist gelieft. Ich bin letzte Sekunde eingesprungen. Ich habe dieses Wochenende mit denen das erste Mal gesprochen und auch gespielt. Deswegen hatten wir nicht allzu viel erwartet, aber jedenfalls mehr, als wir leider Gottes getan haben. Können wir dich jetzt öfter mit Free Us Up zusammen erleben? Könnte das zu einer dauerhaften Sache werden oder ist es jetzt erstmal wirklich nur, du bist einmal eingesprungen und das war's dann noch jetzt erstmal? Ja, das ist leider so in Amerika, dass das nächste Event in Dallas ist und ab da wird die Pro League entschieden. Das heißt, da die Teams werden angemeldet und die kommen auch in die Pro League. Das wird leider nicht mit mir sein. Das war aber auch schon von vornherein klar. Ich hatte gehofft, dass ich mich vielleicht nach Amerika nehme, aber das ist ein Traum, der leider ein Traum bleibt. Wir haben viel gehört von den Spielern jetzt hier über das Wochenende, dass sie das Event an sich gut finden, aber dass die Bedingungen eher gemischt sind. Wir haben gehört, es ist zu kalt, wir haben gehört, es ist zu laut. Hattet ihr Probleme damit über das Wochenende? Zu kalt hatte ich am ersten Tag, also gestern ja. Es war ein Problem, ich hatte aber Handwärmer, von daher ging es einigermaßen. Ich hatte schon Schlimmeres, aber was überhaupt nicht geht, sind die Musik natürlich im Hintergrund, die Just Dance MLG Championship, die abgeht, finde ich überhaupt nicht gut. Wo bin ich auch nicht sicher, ist, also das Event an sich organisiert ist nicht gut. Ich finde, die Warm-Up-Time ist viel zu wenig. 30 Minuten reichen nicht aus, es sollte eine Stunde Zeit haben, damit die Spieler wirklich Zeit haben, sich aufzuwärmen, vielleicht noch eine Taktik zu besprechen. Das ist zu kurz. Wir hatten ja 6 deutsche Teams hier, aber davon waren auch nur 2 wirklich rein deutsch. Glaubst du, dass wir in den kommenden Monaten, vielleicht in den kommenden 1-2 Jahren immer weiter eine Aufweichung sehen werden, dass immer mehr internationale Spieler auch in die deutschen Teams reinrutschen? Ich denke, es ist eher genau andersrum. Ich denke eher, deutsche Spieler werden mit UKs Team oder mit Franzosen, wie ich es jetzt auch gemacht habe. Es ist einfach so, es gibt nicht genug deutsche Spieler, die wirklich ein Team formen können, meiner Meinung nach, die mit NAs oder sogar Top-EU-Teams mithalten können. Das ist meine Meinung, deswegen mögen mich auch viele nicht, aber es ist so. Ich habe meiner Meinung nach bisher mit den meisten Erfolg mit gemischten Teams gemacht und dabei werde ich auch bleiben. Also ich hoffe, dass deutsche Teams oder deutsche Spieler wechseln werden, weil es den deutschen E-Sport alleine weiterbringen würde. Am Ende des Tages, wer holt es nach Hause? Wer glaubst du, wer steht morgen im Finale und wer wird es gewinnen? Optik. Optik, die sind dafür zu gut. Die haben die letzten 3 ESWCs, glaube ich, gewonnen. Die werden diese auch gewinnen. Wer im Finale stehen wird, ist schwer. Ich bin der Meinung, wenn LG so gespielt hat, wie sie gegen E-United gespielt haben, die haben sie 2-0 im Open Bracket. Das war wirklich eine Leistung. Ich glaube, LG kann es ins Finale schaffen. Wer weiß, vielleicht haben wir wirklich eine Überraschung im Finale. Aber ich denke, im Finale wird Optik auf jeden Fall mitspielen. Gut, ich bedanke mich bei dir. Erstmal, hab noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Erstmal.